Porsche hat Zahlen geliefert, 3,6% hier im Moment das Minus, war heute auch schon etwas weiter unten. Die Zahlen haben ein bisschen enttäuscht. Ja. Die haben im Prinzip auf breiter Flur die Markterwartungen leicht unterboten, nicht viel, aber eben unterboten. Die Aktie ist sehr, sehr gut gelaufen seit der IPO. Wenn wir uns das mal anschauen hier, ich gehe mal hier auf die Jahresansicht, naja, da haben wir im Prinzip schon alles drin. Ja, wenn wir schauen, wir kommen von 84 Euro, sind hier auf 118 im Hoch gelaufen. Sehr schöner Run in der Aktie. Naja, und jetzt hat das Unternehmen nicht geliefert. Also wir haben einen Umsatz gekriegt von 37,6 Milliarden Euro. Der Markt hatte hier mit 38,4 gerechnet, also Umsatz irgendwie verfehlt. Operatives Ergebnis 6,77 Milliarden auf der Gewinnseite, 6,95 hatte der Markt erwartet, also auch auf der Gewinnseite leicht unterboten. Operative Marge mit 18% minimal unter der Erwartung, ja, aber eben dadurch, dass die Umsätze geringer ausgefallen sind, sind dann auf der anderen Seite auch die Gewinne etwas geringer ausgefallen. Ja, Dividende soll es jetzt 1,01 € geben, das ist okay. Ja, ich denke, da kann man nicht meckern bei einer Aktie, die bei 109 steht. Mit einem 1 € Dividende sollte man dann auch zufrieden sein. Ausblick ist bestätigt worden, mittel- und langfristige Ziele sind hier unverändert. War im Prinzip auch zu erwarten. Ja, so ein kleiner Miss in der Top- und in der Bottomline, der sollte nicht dazu führen, dass hier mittelfristige Ziele irgendwo ins Wanken geraten. Und dementsprechend, wenn wir uns mal hier kurz den Kerzenchart anschauen, das macht zwar oft nicht so viel Sinn bei Aktien, die noch so relativ jung sind im Handel, sich hier die Charts anzugucken, aber ich will einfach nur mal zeigen, das ist die Trendlinie, die hier läuft. Also ich sag mal, solange wir hier im unteren 100-Euro-Bereich hängen bleiben, ja, irgendwo hier vielleicht in der Zone dieses Support-Levels, ja, da haben wir so einen schönen Cluster, eine schöne Cluster-Unterstützung im Bereich knapp über 100 Euro. Ich sag mal, selbst wenn wir nochmal so Richtung 100 Euro laufen und kurz auch die Trendlinie verlieren, wäre das auch nicht dramatisch. Das ändert hier nichts am langfristigen Bild. Ja, die Porsche-Aktie ist bei uns im Musterdepot. Die wird bei uns im Musterdepot drin bleiben. Ich sehe hier weiter sehr, sehr gute Chancen auf eine gute mittelfristige Entwicklung. Fundamental ist da alles in Ordnung und von daher ist es okay, wenn wir jetzt hier mal einen kleinen Rücksetzer sehen. Dieser kleine Rücksetzer könnte natürlich ein bisschen größer ausfallen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben auf dem Tageschart jetzt hier einen Doppeltop. Wir haben dieses Doppeltop und dieses Doppeltop ist auch schon bestätigt, weil wir eben den Ausbruch hier unter die 110-Euro-Marke gesehen haben. Damit ist das Doppeltop bestätigt. Schauen wir uns das Ganze an. Wir sind hier von 110 rauf bis 118. Das bedeutet, die Range, die wir hier gesehen haben, sind 8 Dollar oder 8 Euro vielmehr hier vom Hoch zum Tief. Wenn wir die 8 Euro jetzt hier drauflegen, ja, wo kommen wir an? 102. Genau das, was wir gesagt haben, Rücksetzer bis in den unteren 100er Bereich, völlig in Ordnung, kein Problem. Das wäre das, was jetzt hier charttechnisch auch zu erwarten ist. Ändert aber, wie gesagt, nichts an der langfristigen Perspektive. Ich würde sogar eher sagen, für alle die, die bei Porsche vielleicht noch zugucken und über die letzten Wochen immer wieder überlegt haben, ob sie da vielleicht nochmal einsteigen, dass Kurse um 100 Euro oder vielleicht sogar knapp unter 100 Euro super Einstiegskurse langfristig sind. Ja, also Porsche, ja, gefällt mir nach wie vor gut und die Position wackelt für mich hier mal überhaupt nicht.